Also wer hier nicht ins Schwärmen kommt, ist selber schuld. Wir fahren auf dem Deich. Da kann man schauen, da gibt es Blicke. Und plötzlich umgeben uns Seen zu beiden Seiten. Sie sind Reste des Hochwassers von 1909 und haben es sich im Altbett der Elbe bequem gemacht. Heute steht diese wundervolle Landschaft unter Schutz. Ansonsten möchte man meinen, die neugeborenen Zweibeiner heißen hier nicht Luca oder Marie, sondern Adebar. Störche, wohin das Auge blickt. Auf dem Rathaus, der Kirche, auf Türmen. Circa 18 Brutpaare kommen jährlich in die Hansestadt Werben. Zählt man die Jungstörche dazu, dann kommen auf einen Storch ganze 13 Einwohner. Da hast du die Halbstarken noch gar nicht mitgezählt. Werben heißt so viel wie unter den Weiden und ist die wohl kleinste Möglichkeit einer Stadt. Hinter dem Tor beginnt sogleich das Land. Die Häuser ducken sich um die Kirche, die wie Mutter Glucke alles zu überwachen scheint. Sie dominiert das Stadtbild, egal von wo man schaut. Hier steht noch ein romanischer Profanbau, einer der ältesten unseres Landes. Werben ist ein absoluter Geheimtipp. Nicht für jedermann und nicht unbedingt für den großen Touristenstrom. Eine beinahe komplett erhaltene Altstadt mit einer großartigen Geschichte durch ihre strategische Lage am Zusammenfluss von Havel und Elbe. Heute eine beinahe schon morbide Schönheit. Romantische Idylle, Glanz und Verfall liegen ganz dicht beieinander. Noch vor gut 7 Jahren strahlte das Städtchen eine fast beängstigende Ruhe aus. Nun spüren wir den Aufbruch. Dahinter steckt viel ehrenamtliches Engagement. Eine Gruppe aus Köln und zahlreiche Berliner haben sich in das Städtchen verliebt und ihre neue Wahlheimat hier gefunden. Familie Kirstein hat nicht nur ein Haus in Werben wachgeküsst. Wir dürfen hineinschauen und spüren den besonderen Charme. Die alte Schuhmacherstube haben sie unberührt belassen. Und wohl jeden Tag genießen sie diesen Ausblick. Auch sie sorgen dafür, dass ihre Kirche für Besucher täglich geöffnet bleibt. Albrecht der Bär stiftete 1160 eine Johanniterkomturei. Hier steht die Wiege des Johanniterordens in Norddeutschland. Allein an dieser wuchtigen Kirche erkennt man die einstige Bedeutung der Hansestadt Werben. Aber hast du eine Stadt Zukunft? Hast du irgendwo Kinder gesehen? Na, was denkst du, wo die jetzt wohl sind? Klar, wir haben Ferien. So ein schönes Bad. Und ich dachte schon, wir müssen in die Elbe springen. Was ja auch kein Problem wäre. Aber dann hätten wir Lorchen verpasst. Er ist der Star und erhält sich gern mit den Gästen. Gleich nebenan liegt der Campingplatz. Wir haben uns erzählen lassen, dass die meisten Leute, die nach Havelberg fahren, über die alte Landstraße fahren. Über 100 Jahre alt, original gepflastert, keine Löcher, kaum Schäden. Das ist schon was Besonderes. Und trotzdem ist es schade, denn dieser offizielle Radweg hier auf und am Deich ist sehr schön. So wie auch das nächste Dorf. Es riecht nach Urlaub, nach Romantik. Wer ein Händchen dafür hat, der schafft sich am Elbdamm ein wahres Paradies. Räbel ist älter noch als Werben. Der Name bedeutet Spatz. Vielleicht, weil es so klein ist? Ganze 27 Einwohner leben hier. Darunter ein Dirigent, ein Musiker und Künstler, Rainer Trunk. Er öffnet in diesem Sommer neugierigen Besuchern die Gartenpforte. Kunstrasen heißt sein Projekt. Hier geht es freilich nicht um immergrüne Meterware.
12 Künstler haben Skulpturen ganz unterschiedlicher Art nach Räbel gebracht. Für Weitsicht sorgt Matthias Trott. Er arbeitet mit 400 Jahre alten Eichenpfählen aus der Elbe. Eine Kettensägearbeit und doch so filigran. Einige Künstler leben heute in der Altmark. Andere kommen aus Sachsen, Bayern oder Brandenburg. Rainer Trunk nennt seine Installation Prägung Vintage. Am Anfang stand ein Wagen. Dazu kam ein Hochsitz und Ausgüsse, geformt in Friedhofsvasen. Er verarbeitet die Erzählungen seines Vaters und sieht sich als Kriegsenkel. Rainer Trunk, geboren am Rhein, wohnt nun an der Elbe. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass ich von einem großen Fluss zum anderen gekommen bin. Was mir hier besser gefällt an der Elbe, ist sozusagen der weite Blick. In Bingen am Rhein war das Leben in den Tälern und dementsprechend hatte ich immer das Gefühl, dass mein Geist ein bisschen eingeschränkt ist. Und hier, glaube ich, kann er ein bisschen mehr fließen. Sein Kunstrasen ist montags, mittwochs und an den Wochenenden geöffnet während der Zeit der Bundesgartenschau. Solch Gierseilfähre ist auch ein herrliches Relikt aus alter Zeit, gut zum Entschleunigen. Sie verbindet die Künstlerkolonie Räbel mit Havelberg. Und damit sind wir am Ziel. Wir freuen uns auf